So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten Tipp, Video, wie auch immer, für euch. Worum geht es? Es geht, wie ihr seht, ich bin angezogen wie ein kleiner Schurke. Ihr seht es auch oben rechts, Hinterhältig ist aktiv. Wir gehen mal gerade in die Statistik. Hinterhältig macht dich wesentlich hinterhältiger. Schleichen um 25% besser. Also wenn ihr wirklich auf der Jagd seid zum Schleichen, kann man das Ganze nehmen. Sieht ganz schick aus, aber jetzt durch Erfahrungen, die dazu kamen, würde ich halt zu der Zeit einfach dazu raten. Man kann sich's holen, um Gottes Willen. Aber ich denke mal, wenn wir das jetzt mal ganz vergleichen, ist, glaube ich, warte mal, Lederhose, Haltbarkeit 400, Rüstung 2. Lederhose, merkt's euch, 402. Na gut, ist hat mir gut. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist doch noch deutlich besser als die normale Lederhose. Wir gehen mal ganz kurz das ganze Set durch, bevor ihr hinterhältig bekommt, weil man muss alle vier Sachen anhaben. Dazu gehört nämlich einmal die Trollleder-Tunika, wir zählen mit 5 Leder. Die Lederhosen, nochmal 5 Leder, sind wir schon bei 10. Dann der Lederumhang, also Trollleder-Umhang, nochmal 10, sind wir bei 20 Trollleder. Dann haben wir noch den Trollleder-Helm, sind nochmal 5, sind wir bei insgesamt 25 Trollleder. Plus halt, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 13 Knochen. Gut, die Knochen werden weniger das Problem sein, aber natürlich das Trollleder. Denn ein Troll droppt so in der Regel nur 5. Heißt, wir müssen, was habe ich jetzt gesagt, 25, mindestens 5 Trolle erledigen. Und das ist nicht ganz so leicht. Je nachdem, wie ihr spawnt, wo euer nächster dunkle Wald oder wie er jetzt heißt, Schwarzwald. Die Namen haben sich ein bisschen geändert anscheinend. Ist das natürlich ein bisschen aufwendig. Aber ich würde sagen, allein aus optischen Gründen lohnt sich das Ganze schon. Also wenn man sich das Set so anguckt, optisch auf jeden Fall ein Hingucker. Rüstungstechnisch, bevor man Bronzerüstung herstellen kann, ist es, wie wir gesehen haben, immer noch um ein Dreifaches besser. Aber man muss halt, wie gesagt, Trolle erledigen. Wo ihr die ganzen Trolle findet, ist eigentlich, denke ich mal, selbst sagen, die jetzt schon so weit sind. Die findet man, also ich kann jetzt nur vom, jetzt nennt es sich Auenland. Ich dachte, die Namen sind schon komisch jetzt. Also im Auenland gibt es keine Trolle, sondern nur im jetzigen Schwarzwald. Ihr seht es oben rechts, ich denke mir das nicht aus. Es heißt jetzt Schwarzwald. Auf jeden Fall in der deutschen Übersetzung. So, ich denke mal, die meisten werden da schon fündig werden. Es gibt halt Trollhöhlen, aber es laufen auch Trolle einfach so rum. Bei uns ist zum Beispiel, warte mal, jetzt muss ich hier gerade mich selber orientieren. Hier unten laufen die bei uns rum. Also am Wasser rennt da immer ein Troll rum. Ich habe den inzwischen, glaube ich, schon dreimal gelegt, weil logischerweise, wie ihr seht, warte mal, wo ist sie? Wo ist meine Frau? Wow! Wow. Ich bin Holzhacken. Ja, ich sehe dich doch. Wo ist sie? Ich habe nämlich schon... Ja, die will mich wieder umbringen. Ich habe nämlich die komplette Rüstung an, aber sie hat halt den Umhang noch nicht. Ich denke, das kriegen wir auch noch hin heute. Also sieht halt, wie gesagt, optisch schon okay aus. Bringt auch mehr Rüstung. Aber sollte die Bronzerüstung möglich sein, sollte man eigentlich dann schon umswitchen. Aber ich denke mal, müsste man sich halt die Daten angucken. Wir können mal ganz schnell gucken. So weit sind wir nicht weg. So, Bronze, Brustpanzer. Na gut, Bronze, Brustpanzer hat man gerade in Anführungszeichen nur 2 Rüstungen mehr, ne? Aber Bewegungstempo wird gesenkt auf -5. Ist es das halt wert? Das Problem ist, 5 Bronzebarren herstellen ist natürlich eine Menge Arbeit und ein bisschen viel Farben. Aber muss jeder halt erstmal für sich selber entscheiden, aber Bronzerüstung sieht natürlich auch besser aus. Brauchen wir auch nicht drüber reden, ist zwar auch schwerer, aber na, muss man selber entscheiden, sage ich jetzt einfach mal. So, da würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit dem Video. So bekommt ihr, wie gesagt, die Schurkenausrüstung. Könnt halt 25% mehr schleichen, beziehungsweise besser und länger. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Gerne dann im Livestream vorbeischauen. Es kommt alle Tage, Stunde, Minute, kommt ein neues Video hoch, was ich halt so entdeckt habe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare, denn auch das hilft uns natürlich weiter, weil alles wissen wir natürlich auch noch nicht. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, euch viel Spaß beim Spielen und haut rein.